Grillen ist ein Gefühl für mich. Sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, bin ich der Erste, der irgendwas auf den Grill schmeißt. Habe mich aber bis jetzt in einer Küche immer um einiges wohler gefühlt wie am Grill. Das hat hundertprozentig auch mit den Grills zu tun, die ich bis jetzt hatte. Je einfacher das Grillen ist, ja, desto lieber ist man mittlerweile. Also Grillen muss mich einfach entspannen. Und wenn ich die ganze Zeit schauen muss, ja, dass die Temperatur stimmt, ja, dass ich das Feuer früh genug mache, ja, und dass die Kohlen dann perfekt glühen, dann kommen Gäste später, dann muss ich wieder nachheizen. Das ist für mich alles Stress. Und den Stress, den will ich überhaupt nicht. Grillen soll Entspannung sein. Das erste Mal, wo ich den Grill gesehen habe, war für mich klar, die Leute, die daran gearbeitet haben, haben sich einfach was dabei gedacht. Der Easy-Flip-Trichter gibt mir einfach die Möglichkeit, einmal die direkte Hitze zu haben, ihn dann zu wenden, um dann eine indirekte Hitze, so ähnlich wie in einem Backofen, zu haben. Es ist ein absolut schonendes Garn. Du brauchst beides, ja, weil beim Grillen brauchst du einfach mal Röststoffe. Und wenn du jetzt ein dickes Stück Fleisch hast, dann kannst du das auf beiden Seiten scharf anbraten mit der direkten Hitze. Und dann braucht aber dieses Stück Fleisch die indirekte Hitze, dass es schonend, ja, bei einer niederen Temperatur durchgart. Weil wenn ich dem nur volle Hitze gebe, ja, dann ist es außen gar und innen roh. Deshalb sind diese zwei Garmethoden in einem Grill natürlich die perfekte Lösung. Also im Grunde, und das habe ich ja erst jetzt mit dem Outdoor-Chef-Grill verstanden, dass man eigentlich alles drauflegen kann. Mit dem Stein, mit den gusseisernen Pfannen. In Wahrheit könnte ich meine Küche zu Hause rausreißen, weil mit dem Grill kann ich grillen, kochen und backen. Ich will es einfach haben. Und das bringt der Gaskugelgrill perfekt mit.